Servus beieinander und herzlich willkommen zu Teil 2 von meiner Käferrestaurationsreihe. Da sieht man, wie der Käfer zuletzt ausgeschaut hat. Das hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis ich zu dem Punkt hingekommen bin. Und jetzt ist dann an die Lackierung gegangen. Das ist das einzigste Foto, das ich da gemacht habe während dem Lackieren, weil ich sonst keine Zeit gehabt habe, weil ich meinem Vater mit Ausleuchten und Schauen, dass er alles erwischt, helfen habe müssen. Man sieht, dass die Lackierung ein bisschen orangenhautig geworden ist. Das ist da deswegen, weil mein Vater keine Läufer produzieren wollte und deswegen da geschaut hat, dass er nicht zu viel Lack draufbringt. Was darin resultiert ist, dass die Lackierung ein bisschen orangenhautig ist. Mich stört es nicht gewaltig, aber in ferner oder naher Zukunft mag ich ihn irgendwann mal lackieren wieder, weil mittlerweile kann ich es ein bisschen besser. Da sieht man dann schon, wie der fertig getrocknet ausschaut. Er ist dann noch ein bisschen schöner getrocknet. Also es hat sich ein bisschen von selbst geglättet. Und für die Lackierkabine haben wir einfach Silofolie und ein paar Balken hergenommen und einen Boden nass gemacht, dass kein Staub aufgewirbelt wird. Das hat eigentlich wirklich gut funktioniert. Dann ist jetzt ein bisschen ein Zeitsprung. Da habe ich schon alle Anbauteile sowie den Käferinnenraum ein bisschen was lackiert, einen Tank eingebaut und so weiter. Hat einfach den Grund, weil ich aus irgendeinem Grund keine Fotos mehr machen wollte, beziehungsweise entweder nur gearbeitet habe und dann hat es mich nicht mehr gefreut, dass ich das jetzt noch dokumentiere. Im Nachhinein ist es ein bisschen schade. War schon schön, wenn ich das Ganze dokumentiert hätte. Dann könnte ich mich ein bisschen besser daran erinnern. Was ich bei denen Sachen anders machen darf, ich darf den Käfer außen abkleben oder das vorm Karosserielackieren machen, weil da ist ein bisschen ein Lacknebel auf den Lack dann draufgekommen. Das habe ich dann rauspolieren müssen. Die ganzen Anbauteile habe ich dann selbst lackiert. Das ist ja dementsprechend gut geworden, weil ja, ich habe eben noch nie lackiert davor und dann habe ich wieder einige Stücke vergessen, dann habe ich da noch lackieren müssen, dann ist ein Lacknebel draufgekommen und das haben wir halt dann voll gesehen. Und Läufer sind tatsächlich keine reingekommen, da war ich relativ stolz, aber dafür war es sonst ein bisschen Kraut und Rüben. Aber gut, erste Lackierung, man lernt immer dazu. Das nächste war dann die Verkabelung. Da haben wir zuerst gemeint, wir müssen einen Kabelbahn komplett selber bauen. Aber mein Vater hat dann glücklicherweise bei der Oma auf dem Dachboden den alten Kabelbaum noch gefunden. Und da ich ja einen Serienkäfer quasi von der Verkabelung her bauen wollte, haben wir den auch eins zu eins hernehmen können und es hat auch alles funktioniert noch. Hat bloß ein bisschen gedauert, bis man halt die Kabel überall verlegt hat, den genauen Weg rausgefunden hat, weil der war ja komplett raus. Und einige Kabel waren auch die Funktion erstmal unbekannt, aber man hat dann schon mit einem Diagramm rausgefunden, wo es dann wo hingehört. Als nächstes haben wir dann einen Schaumstoff überall dahin, da wo der Himmel dann mal hinkommt. Man hat den Grund, dass sich das haptisch besser auffasst und ja, dass das Ganze ein bisschen gedämmter ist auch. Den Himmel haben wir selber reingebaut. Er ist ein bisschen wellig geworden, aber mich stört das überhaupt nicht. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis, was ich jetzt habe. Und ich darf es auch wieder so machen, weil da spart man sich erstens einen Haufen Geld und zweitens lernt man noch was dazu. Es hat auch wirklich gut funktioniert. Wir haben uns so Gripzangen ein bisschen ummodifiziert, so ein Edelstahlröhrchen druck geschossen, dass sie die Kraft ein bisschen verteilt und dann haben eh schon die Scheiben reingekommen. Es hat auch gut funktioniert, einfach mit einem Draht über die Gummilippe in die Gummilippen rein und dann über das Metallding rüber. Dann habe ich schon die Pedalerie eingebaut, sowie die Heizluftrohre rechts und links. Ja, da habe ich ein Loch neu machen müssen, weil das haben sie zugeschmissen gehabt, wahrscheinlich, weil sie es nicht mehr gebraucht haben. Dann war die Heckscheibe drin und der Himmel, sieht man, wie das geworden ist. Also mich stört das gar nicht, dass da so kleine Falten drinnen sind. Kann ich sehr gut damit leben. Als nächstes dann der Motor reingekommen, den habe ich um 8 bis 10 verkatert eingebaut.
in der Nacht noch, weil ich noch unbedingt was tun wollte am Käfer, und dann habe ich das noch schnell durchgezogen. Das nächste ist dann der Teppich und das Armaturenbrett reingekommen. Das hat eigentlich relativ tadellos funktioniert. Und dann habe ich nur die Hinterachse höher gelegt, weil die war wirklich wahnsinnig tief. Da hast kaum fahren können. Und dann haben wir schon die ersten Startversuche gemacht. Genau, im Hintergrund sieht man meinen Vater. Und ich sitze im Fahrersitz oder auf dem Holzklotz. Und wir haben ihn leider nicht zum Starten gekriegt da. Aber die Kupplung war nicht fest, die Hinterradl haben sie Draht. Und die Elektronik war soweit auch in dem Kreis, den man da braucht, halt ohne Probleme. Dann habe ich die Batterie kurz aufgeladen und geschaut, ob es dann funktioniert, aber es hat leider immer noch nicht geklappt. Aber der Gaszug hat funktioniert und der Diagnosesticker liegt noch ein bisschen daneben, der nicht festgeschraubt ist. Als nächstes habe ich dann die Sitze restauriert, da habe ich einfach ein Waschmittel in das Wasser eine da und das in einen Eimer und dann mit einer Bürsten und einem Lappen die Sitze sauber geschrubbt. Das hat wirklich gut funktioniert, wahrscheinlich weil das ein Kunstleder ist und die riechen auch so, wie es Käfersitze riechen sollen, also nicht nach Waschmittel. Da die wieder so mache, hat gut funktioniert. Dann habe ich es nochmal versucht mit Starten und ja, seht jetzt selber, wie das gegangen ist. Da habe ich dann Kondensator und die Verteilerkappe sowie den Verteilerfinger schon tauscht gehabt, aber es hat leider nichts geholfen. Dann war ich auf Abifahrt und wir haben das Auto zum Mechaniker runtergefahren, dass der den versucht zum Starten. Und ja, er hat ihn dann gestartet gekriegt kurz, hat uns dann mitgeteilt, dass wir die Benzinleitung durch den Fahrgastraum nicht machen dürfen, sondern die aus nicht aus Gummi machen dürfen, sondern haben wir eine Kupferleitung dann reingebaut. Das war dann eine große Erleichterung für mich und meinen Vater, weil wir haben damals noch nicht so viel, oder ich habe nicht so viel Ahnung von Motoren gehabt und mein Vater hat sich auch nicht ganz mit Käfermotoren ausgekannt. War dann eine große Erleichterung. In dem Foto ist jetzt schon wirklich viel passiert, es sind alle Scheiben drin, die Türen sind komplett zusammengebaut und eingebaut, sämtliche Dichtungen für die Hauben sind eingebaut, das Haubenschloss vorne, die beiden Haubendämpfer bzw. Heber und die Radhäuser sind ein bisschen ausgepinselt mit schwarzer Farbe, dass schöner ausschaut. Wir haben da gerade poliert, um den Lacknebel am Dach ein bisschen zu entfernen und vielleicht ein bisschen mehr Glanz aus dem Lack rauszuholen, was halbwegs gut funktioniert hat. Wie man da sieht, war der erste sonnige Tag und ich habe ihn das erste Mal gewaschen. Dann habe ich die Kotflügel angebaut. Das hat eigentlich relativ gut funktioniert. War bloß ein bisschen eine Scheißarbeit für die Arme, dass man da überall reinkommt mit der tiefen Vorderachse. Und die Trittbretter waren auch schon dran. Dann habe ich die Interieur-Entlüftungsschlitze neu bepinselt, weil die waren ein bisschen vergilbt. Und als nächstes sind dann schon die ganzen Lichter gekommen. Rundherum hinten habe ich geschwärzte drauf. Die hat mein Onkel damals gekauft und ich habe keine Originalen gehabt. Deswegen habe ich die hergenommen, aber mittlerweile darf ich die nie gegen Originale austauschen, weil die sozusagen ein Markenzeichen von meinem Auto jetzt mittlerweile geworden sind. Dann habe ich die ganzen Lichter verkabelt. Da habe ich das erste Mal selber verkabelt, da war ich ganz stolz drauf, dass das alles funktioniert dann. Mein Vater hat mir ein bisschen geholfen, auch, aber im Prinzip habe ich das alles selbst gemacht mit einem Kabeldiagramm. Vorne haben wir H4 Scheinwerfer reingebaut und die funktionieren immer noch ganz gut. Spiegel habe ich zwei drinnen, das ist nicht serienmäßig, aber mich stört es nicht. Dann ist eigentlich alles schon relativ flott gegangen, haben gerade nur die Stoßstangen gefällt. Und halt so Kleinigkeiten wie Bremsen entlüften und Batterie aufladen, Ölwechsel und so weiter. Und ein Radio habe ich dann auch noch besorgt.
Das ist Blaupunkt Augsburg SQR29 für 12 Euro auf eBay Kleinanzeigen. Das war ein ziemlicher Schnapper. Das sind jetzt die letzten Fotos, bevor er zum TÜV gegangen ist dann. Das war irgendwann im Februar, glaube ich, soweit ich das weiß. Der war eigentlich bis auf die Zierleisten fertig. Dann haben wir ihn zum TÜV gestellt. Das war beim befreundeten Mechaniker und zu dem kommt immer der Dekra und der TÜV. Die Story war dann, dass der TÜV-Prüfer hat quasi den Paragraphen-TÜV gemacht und der hat die Bremsanlage nicht mengen, die von Tafeltuning, vorne belüftete Bremsscheiben und hinten normale Bremsscheiben, einfache, ohne Belüftung. Und deswegen hat der Dekra-Prüfer dann nochmal die H-Zulassung gemacht, was dann ein bisschen mehr Kost hat. Aber ja, man kriegt schon irgendwie das Ziel, das man dann mag mit der H-Zulassung. Das sind jetzt die Fotos, die ich für die Versicherung, fürs Wertgutachten gemacht habe. Weil es ein bisschen dreckig und noch nicht ganz fertig steht. Aber man hat schon seinen neuen Radsatz drauf, also neue Reifen und neue Felgen, beziehungsweise besser eine gebrauchte. So ist er eigentlich komplett. In der Werkstatt haben sie dann noch eine Spur eingestellt und einen Vergaser sauber gemacht, weil der war ziemlich verdreckt. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung gehabt und habe einfach gemeint, ja, das passt schon. Im Innenraum sieht man, dass ich das Radio noch nicht drinnen gehabt habe. Da hängt noch grünes Kabel raus. Und die Sitze haben auch wirklich top. Bis auf den Fahrersitz, der ist schon ein bisschen hergenommen, aber mich stört das nicht groß. Die Radkappen liegen noch natürlich vorne im Kofferraum, wie es gehört. Und der Lichtschalter ist natürlich ausgefallen. Ich habe zuerst versucht, die Kontakte noch ein bisschen aufzulöten, aber das hat leider nicht funktioniert. Deswegen habe ich einen neuen gekauft. Da war er dann fertig. Die ersten Fahrten waren wirklich wunderschön. Das war ein unbeschreibliches Gefühl. So die eigene Maschine, die man selbst zusammengebaut hat zum Fahren. Und das sind jetzt aktuelle Fotos vom zweiten Jahr, dass er wieder auf der Straße ist. Ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Das Einzige, was ich den Winter ändern werde, ist die Motorleistung. Unter anderem auch durch unkonventionelle Tuning-Methoden für die Käferszene. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich drauf, wenn ihr euch nochmal ein Video von mir anschaut. Und Servus.